Go. Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Sparks Challenge. Und wie man schon hier im ersten Wort gehört hat, bin ich heute wieder mal nicht alleine. Ich habe mir den lieben Julius zu mir ins Boot geholt. Wie, du nimmst jetzt auf? Ja, ich nehme jetzt auf. Nee. Ja, nee, doch. Wirklich? Ja, wirklich. Nee, Quatsch. Ja, doch. Also ich habe doch keine Hose an. Echt nicht? Nee. Ja, cool. Ja, nee, der muss jetzt nochmal ausmachen. Ja, nee, das geht jetzt gerade nicht. Ja, nicht, Alter, ich kann das so nicht auf, ich kann das so nicht aufnehmen. Doch, wenn ich was das sag, die schon. Was sollen die Zuschauer denken? Wenn ich sag, du nimmst jetzt auf, dann nimmst du jetzt auf, aus. Boah, nee, aber warte mal, jetzt muss ich aber nochmal hier aufstehen und mir eine Hose anziehen. Okay, viel Spaß. der liebe Julius, ne, wie eh und je. Ah, so, dann bin wieder ich wieder da. Ja. Na schön. Und welche Hose hast du dir angezogen? Ach, so eine kleine Jogginghose. Das heißt klein, aber eine halt. Kleine, so eine Hotpan. Ja, genau, richtig. Ja, du brauchst jetzt hier gar nicht versuchen zu lügen. Ich sehe es ja ganz genau. Ja. Mhm. Habe hier einen zweiten Monitor da. Blendest du dann auch im Video meine Webcam ein, ja? Die nehme ich gerade leider nicht auf. Ach so, schade, Mensch. Ja, Mensch, das hat viele Klicks gegeben. Ja, bestimmt. Ja. Brüste bringen der Philipp Klicks. Man muss dazu sagen, er hat sich zwar eine Hose angezogen, aber oben ist er noch immer nackig. Richtig, genau. Ja. Mhm. Das macht er immer so. Ja. Ja. Ich laufe immer komplett splitterphase nackt durchs Haus und singe dazu ein Liedchen und ja. Ach, wie schön, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße oder so. Ja, genau sowas in der Art. Aber ich darf es natürlich nicht sagen, denn dann wüsste ja jeder, was ich singe und das geht ja nicht. Das geht ja nicht, richtig. Dann, das ist das Wichtigste bei dieser Geschichte, dass man nicht weiß, was du singst. Richtig, genau. Ja, du hast es erfasst. So. Ja. Okay, so, jetzt musst du aber die Aufnahme nochmal neu starten, weil ich war ja jetzt so total irgendwie, ne? Nee, das geht ja nicht. Nee, du, das ist ein bisschen blöd bei meiner Challenge hier. Nee, wieso? Die haben mich nämlich schon bewegt. Ja, und? Ja, wie ja und? Glaubst du, ich höre jetzt die Aufnahme auf, nur weil du nackig bist? Ja, sicher. Nee. Klar. Machst du das eigentlich auch in der Uni so? Nackig herumrennen? Ja, klar. Und würdest du das auch machen, wenn du arbeiten würdest? Ja, mal gucken. Weiß ich noch nicht genau. Habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken darüber zugemacht. Aber ich denke mal, ja, warum nicht? Okay. Ja, schön. Also hat man bei der Uni und bei der Arbeit genauso viele Freiheiten? Freiheiten, ja, doch. Kann man so sagen. Das war jetzt eine gute Überleitung, ne? Ja, da war echt gut. Ja, wir haben uns gedacht, da ich jetzt wieder eine Runde angeln gehe, weil ich im letzten Part in der Hölle so elendig verreckt bin. Ja, das waren Spoilers für dich. Und ich wollte gerade sagen, die habe ich noch gar nicht gesehen, die ist noch gar nicht online, ne? Ja, die ist, glaube ich, übermorgen. Übermorgen online. Übermorgen, ja. Oder übermorgen? Ja. Bin ich mir jetzt aber gar nicht mal so sicher. Sag mal, und du hörst dich nicht selbst bei mir? Nein, gar nicht. Krass, okay. Ich wundere mich nur, weil Lautsprecher stehen direkt neben Mikrofon und das Skype, das rausrechnet, ist echt krass. Ja, Skype ist toll. Skype ist super. In der Hinsicht auf jeden Fall, ja. Ja, vor allem, wenn man nackige Leute sehen darf. Wundert mich, dass die NSA das nicht zensiert. Richtig. So live, weißt du? Das wär's ja noch. Aber sag mal, weißt du, du hast mich ja gerade gefragt, über welches Thema man quatschen könnte. Und wo du jetzt gerade gesagt hast, du kannst ja nicht meinetwegen die Aufnahme neu starten, ist mir mal so eingefallen, was hältst du denn eigentlich davon, dass man, oder dass, ich sag's mal vorsichtig, dass manche Let's Player schon mal, ja, so offscreen ein bisschen vorgucken und gucken, was dann so passieren könnte und nee, so. Das halte ich jetzt für ein Gerücht. Oder wenn eine Aufnahme nicht so gut ist, dass man sie dann nochmal macht. So ein paar Let's Player, willst du da wen Bestimmtes ansprechen? Lieber nee, Julius? Also, nee, also jemanden bestimmt ansprechen, nicht. Oder dass man... über ein bestimmtes Projekt reden. Was wir beide genau wissen, welches ich jetzt meine? Nö. Okay, dann nicht. Eigentlich jetzt eher weniger. Wenn man es gut macht, ist okay. Solange es niemand mitbekommt.
Okay, also es ist quasi so für dich, solange man nicht merkt, dass derjenige da irgendwie die Regeln Bescheißt. Ein bisschen biegt, ist das in Ordnung, ja? Ja, du, jedem das seine, ne? Also quasi, wenn Marion es damals besser gemacht hätte und es keiner gemerkt hätte, wäre es in Ordnung gewesen. Richtig. Ah ja, okay. Hauptsache, du weißt sofort, was ich meine. Ja, weiß ich. Irgendwie schlimm, wenn man sowas noch weiß nach 2 Jahren. Ja, ja. Na gut, aber wir wollten eigentlich über ein anderes Thema reden. Ja. Jetzt schweifen wir von Minecraft komplett zu Pokémon ab. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, welches Thema du vorhin vorgeschlagen hattest. Musst du nochmal sagen. Wo ich dich gefragt habe, ob du auch in der Arbeit nackt rumrennen würdest. Ja, ja, aber ich meine, achso, darüber willst du sprechen, über Freiheiten. Oder ich weiß nicht, weil du hattest mich doch gerade, was hast du mich denn gerade... Arbeit versus Uni. Ach ja, genau, richtig. Er denkt die ganze Zeit immer nur ans Nacktsein. Ja, ja, genau, richtig, sowieso. Nee, also um das nochmal zusammenzufassen, also die große Frage, die Manuel gerne von mir beantwortet haben würde, ist jetzt, studieren oder arbeiten? Was? Okay, ich habe gedacht, du sagst jetzt wieder was mit Nacktsein. Nein, studieren oder... Hauptsache, ja, weißt du, ich denke nur ans Nacktsein, ja? Aber du. Aber ich? Ja, aber du. Okay, beste Begründung. Ja. Nein, keine Ahnung. Also ich meine, es hat halt natürlich Vorteile, wenn man direkt arbeiten geht, also eine Ausbildung macht, dann kriegt man natürlich sehr viel schneller erstmal Geld. Und man hat auch, wenn man eine Ausbildung hat, auch Chancen, gut aufzusteigen und im Endeffekt irgendwann auch viel Geld zu verdienen. Ist aber, glaube ich, sehr viel schwieriger. Also ich glaube, beim Arbeiten, also wenn du eine Ausbildung machst, ist es wirklich so, du fängst relativ leicht an. Und wenn du dann aber noch irgendwie dich weiterentwickeln willst, oder also nee, also wenn du dann halt noch wirklich groß werden möchtest, dann wird es sehr, sehr schwer. Wohingegen es beim Studium wahrscheinlich, also würde ich jetzt sagen, so ist, dass es am Anfang sehr, sehr schwer ist, das Studium überhaupt zu meistern und dann richtig reinzukommen in den Beruf. Und dann ist es eigentlich nicht mehr so schwierig, dann noch weiter nach oben zu klettern. Deswegen muss man, denke ich mal, für sich selbst entscheiden, was einem besser liegt, ob man erstmal das Schwierige haben möchte oder erst hinterher oder ob man sich einfach nur ein ganz einfaches, gemütliches Leben machen möchte. Richtig. Was noch fürs Arbeiten sprechen würde, ist, man verdient gleich Geld, ist gleich selbstständig, also ist gleich eigenständig, so, ne? Ja, ja. Gutes Deutsch? Nein? Okay. Egal. Gutes Österreichisch? ja, man verdient halt gleich Geld, kann sich gleich eigene Sachen kaufen und so. Anstatt wenn man dann weiter Schule geht oder weiter studieren geht, verdient man halt nicht so schnell Geld, da verdient dann aber im Nachhinein wahrscheinlich ein bisschen mehr. Wenn man das so ein bisschen abwiegt, kommt es vielleicht auf selber hinaus oder auch nicht, je nachdem. Und ja, also das muss man sich dann so überlegen. Ja, ich denke auch. Muss man halt gucken, was einem besser liegt. Ist ja auch so, wenn du studieren gehst, musst du ja halt auch erstmal ganz, ganz viel Theorie machen und so. Und das liegt ja auch nicht so jedem. Manch einer ist halt mehr praktisch begabt. Oh, jetzt habe ich gegen mein Mikrofon geschlagen. Ich hoffe, das hört man nicht. Mehr praktisch begabt. Also bevor du es gesagt hast, habe ich es nicht gewusst. Okay, gut. manche können halt nicht irgendwie so, ich sage jetzt mal, künstlerisch aktiv sein oder so, sondern die können dann halt besser, was weiß ich, irgendwelche philosophischen Fragen stellen oder irgendwelche mathematischen Formeln aufstellen oder sonst irgendwas machen. Das ist, denke ich mal, auch Veranlagungssache bei jedem. Richtig, und bei ein paar Berufen, also wenn man sich jetzt da irgendwie Informatiker aussucht als Beruf oder sowas, dann muss man natürlich Theorie lernen, weiter Schule gehen oder dann auch noch studieren, je nachdem, welchen Fachbereich man wählen will. Und dann kommt man da gar nicht darum rum. Ja. Oder? Mhm. Würdest du eigentlich, wenn du jetzt noch einmal die Chance hättest zu entscheiden, nochmal studieren gehen oder gleich arbeiten gehen? Nee, also ich stehe ja gerade am Anfang meines Studiums, ich bin ja noch im ersten Semester, aber ich würde es auf jeden Fall wieder so machen. Ich würde genau das Gleiche wieder machen. Ich würde Abitur machen und dann würde ich studieren gehen. Einfach, wir haben nämlich interessanterweise jetzt vor ein paar Tagen auch so eine
so eine Veranstaltung gehabt, da haben sich Ehemalige vorgestellt, was sie jetzt so machen und so. Und da war eine, die war aber jetzt bei Microsoft und die ist halt, was mich sehr erstaunt hat, ist halt A, dass Microsoft so ein echt guter Arbeitgeber zu sein scheint und B, dass sie halt 26 oder 27 ist und jetzt schon 53.000 im Jahr verdient. Und da denke ich so, uff, ja, das lohnt sich vielleicht doch, das Studium fertig zu machen. Ja, vielleicht so. Geld ist ja eigentlich die Hauptsache, warum man sowas macht. Ja, richtig. Wobei, man muss halt, denke ich mal, auch ganz viel drauf gucken, macht das einem auch wirklich Spaß? Ich glaube, wenn man keinen Spaß daran hat, dann nützt einem das ganze Geld nichts, dann kommt man nicht weiter und ist irgendwann unzufrieden und das wird ganz, ganz übel. Das ist auch bei allen Sachen so. Ja. Richtig. Das ist wie mit YouTube. Richtig. Ohne Spaß kein Geld. Ja, ja. Wobei, bei Gronkh ist man sich ja da nicht so sicher, ne? Der wird auch Geld verdienen, wenn er keinen Spaß hat, meinst du? Ich denke schon, ja. Okay, ja. Nimm mich auch irgendwie an. Ja. Ja, bis jetzt noch immer kein Clownfisch gefangen. Läuft bei mir. Aber sind die so unglaublich selten? Eigentlich ja nicht. Es besteht eine Chance von 1 zu 5 oder was, dass man die fängt. 1 zu 5? Ja. Du hast ja schon mega viele Stacks. Meine Phrasen. Und bei jeder, bei dem ich das Projekt geschaut habe, hat schon einen Clownfisch. Krass, ey. Vielleicht gehst du an den falschen Stellen angeln. Ich habe schon die Stellen die ganze Zeit getauscht, aber das hilft irgendwie nicht. Ist ja echt merkwürdig. Sehr, 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 sehr merkwürdig. Ja. Ich habe mir schon gedacht, irgendwie, ich habe schon Tipps bekommen, dass ich ohne Level angeln soll. Habe ich jetzt auch keine gehabt, da ich gestorben bin. Funktioniert nicht. Tipp habe ich noch bekommen, dass ich im Schnee angeln soll. Da will ich aber nicht so weit rennen. Aber ich weiß nicht, soll ich das mal probieren? Im Schnee zu angeln? Ja, kannst ja. Also ich meine, verlieren kannst du ja dabei nichts, ne? Außer Zeit. Richtig, ja, gut, aber du hast schon so viel Zeit damit verloren. Das bisschen mehr oder weniger macht es jetzt auch nicht aus. Okay, da hast du eigentlich recht. Also es ist halt, also ein Clownfisch wird hier gesagt, dass es auch wirklich sehr, sehr selten ist. Echt? Ja. Okay. Also steht hier wirklich drin, aber dass... Aber die prozentuelle Chance steht da nicht. Nee, leider nicht. Also nicht im englischen Wiki. Ich guck mal ganz kurz im deutschen Wiki. Ja, irgendwie, keine Ahnung, entweder bin ich verflucht oder es ist wirklich so selten und die anderen haben nur Glück gehabt oder so. Aber ich könnte ja auch mal ans Meer gehen. Da müssten es ja eigentlich rein theoretisch mehr Clownfische geben. Als wie in so einem 1x1 Gewässer oder so. Ja. So rein theoretisch. Minecraft ist nicht theoretisch, aber egal. Rein theoretisch sollte das sein. Die Frage ist halt, inwieweit Minecraft da realistisch ist. Ich glaube irgendwie gar nicht. Aber wenn ich meinen Clownfisch fangen würde, ich wäre so glücklich. So. Noch auf dem Weg einmal geangelt. Sehr schön. Nee, also mehr habe ich jetzt aber auch nicht gefunden. Gibt jetzt auch nicht irgendwelche speziellen Berichte darüber, dass der ultra selten sein soll. Ich glaube, du hast einfach echt Pech gerade. Ja, gerade seit 200 Folgen. Was ist denn das jetzt für ein Part eigentlich gerade? Der 58. 58, meine Phrasen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, einer ist schon nach dem 29. Part fertig gewesen. Am 20. Part fertig? 29, mit der gesamten Challenge aber. Ja, ja, klar. Oha. Warum machen denn die anderen das eigentlich noch weiter? Ich meine... Scheinbar steht der Gewinner ja schon fest, oder? Ja, schon, nur mit dem Projekt aufhören, mittendrin, ist jetzt auch nicht so. Ja, nee, das ist richtig. Mhm. Aber das war's dann auch schon mit dem Part. Wir sind jetzt schon knapp bei 15 Minuten. Echt? Ja, echt. Ach du Scheiße, ist mir überhaupt nicht so vorgekommen. Ja, du, wenn du die ganze Zeit davon deinem Körper schwärmst, ist klar. Dann bedanke ich mich mal fürs Anschauen. In der nächsten Folge ist der Julius, glaube ich, auch noch mit dabei, oder? Ich weiß nicht, mal gucken. Ja.
Mal gucken. Gut. Dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.